Das Unternehmen Weber Saint-Gobain ist Weltmarktführer im Bereich von Werktrockenmörteln und entwickelt innovative Lösungen für Neubau und Modernisierung. Eine Weltneuheit ist Superflex D24 Reaktivabdichtung, eine hochflexible, schnell abbindende, bitumenfreie Dickbeschichtung auf Basis neuer Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung. Wir schauen uns heute das Innovationsprodukt Superflex D24 aus dem Hause Weber-Deitermann an. Dieses Produkt bietet sehr viele Vorteile für den Verarbeiter und auch für den privaten Haushalt. Wir können mit diesem Produkt einerseits Bauwerksabdichtungen herstellen im Bereich der Balkon-Terrassensanierung. Wir können auch auf bestehende Bitumen-Dickbeschichtungen auftragen. Das Produkt besteht im Wesentlichen aus einer Flüssigkomponente, der Komponente A, und einer Pulverkomponente, der Komponente B. Wir brauchen hier keine Zugabe mehr von Wasser, was erhebliche Vorteile bringt. Es können keine Additive mehr ausgespemmt werden, ist ein weiterer Vorteil. Und selbst bei Entnahme von Teilmengen ist das Mischungsverhältnis immer 1:1, was auch erhebliche Vorteile bringt. Objekte, die unter Zeitdruck stehen, ist gerade in der heutigen Zeit immer so ein Thema. Mit diesem Produkt kein Problem. Man kann bereits auf der Wand nach 4 Stunden in der Regel Wärmetemplatten verkleben und am nächsten Tag die Baugrube zuschütten. Wie die einzelnen Schritte sind und welche Vorteile dieses Produkt bringt, schauen wir uns anhand einiger Beispiele an, die wir dann anschließend gleich vorstellen werden. Erstes Thema: Gratspachtelung. Wir haben in der Regel hier diese Untergründe, Betonmantelsteine, Fertigbeton, Ohrbetonverfüllungen. Hier gibt es sehr viele Kiesnester, Lunker. Grundsätzlich sei gesagt, Vertiefungen größer 5 mm müssen zuerst geschlossen werden. Wir werden hier auch eine Gratspachtelung ausführen, um eine Blasenbildung zu vermeiden. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wie diese Gratspachtelung ausschaut, zeigt uns gleich das Dani, und würde ins Dani bitten, dass er uns das gleich zeigt. Wir schauen sich das richtige Verarbeiten der Montaplas B-Dichtfolie an, im Bereich der Bodenplatte aufgehendes Mauerwerk und in weiterer Folge das richtige Aufbringen der Abdichtung Superflex D24 auf der Wand. Auch Detaillösungen können mit diesem Produkt ausgeführt werden. Im nächsten Arbeitsschritt schauen wir uns das Anrühren unserer wasserundurchlässigen Hohlkernspachtel Deitermann HKS an. Wir sehen jetzt hier die einzelnen Arbeitsschritte und beginnen im Prinzip mit den Haftvermittlern, mit dem sogenannten Batschok. Ein weiterer Vorteil dieses Produktes ist, dass Deitermann HKS faserverstärkt ist, was man hier genau sieht. Ebenso hier wird Deitermann HKS als Voranstrich vorgebürstet, um ein Anhaften des Deitermann HKS-Mörtels zu gewährleisten. Jetzt wurde Deitermann HKS Stärke eingestellt, um eine ordnungsgemäße Hohlkehle herstellen zu können. Deitermann HKS ist bereits wasserundurchlässig. Wir können mit dieser Hohlkehle bereits wasserundurchlässige Hohlkehlmörtel herstellen und auch dient Deitermann HKS als Ausgleich für Fugenverschlüsse und fürs Fugennetz. Der dünn eingestellte wasserundurchlässige Mörtel wird als Haftvermittler vorgestrichen, in dem Fall hier. Hier ist das Produkt spachtelfähig eingestellt. Wir sehen hier das Verkleben der Wärmedämmplatten. Das Verkleben der Wärmedämmplatten erfolgt hier mit demselben Produkt, wie die Abdichtung hergestellt ist, in diesem Fall Superflex D24. Die Wärmedämmplatten werden punktweise verklebt, nur im Grundwasser- und Druckwasserbereich werden sie vollflächig verklebt, um ein Hinterwandern des Wassers zu unterbinden. Anhand dieses praxisgerechten Beispiels kann man die vielen Vorteile von Superflex D24 erkennen. Schnelle Durchtrocknung, leichte Verarbeitbarkeit des Produktes, schnelle Regenfestigkeit, wir sind relativ bald schnell druckwasserdicht und natürlich gewährleistet dies auch ein rasches Hinterfüllen der Baugrube. All diese Vorteile verhelfen uns zu einem raschen Baufortschritt.